Damit herzlich willkommen zu meinem Reingeschaut in Alan Wake 2. Gleich vorweg, ich muss mich gleich mal entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen kann es sein, dass ich mal die Nase schnaufen muss oder meine Stimme anders anhört, aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Denn heute ist Release-Tag von Alan Wake 2. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe damals 2006, glaube ich, war es, 2007, für die Xbox 360 Teil 1 gespielt. Ja, es ist sehr lange her. Und ich bin mal gespannt, was Teil 2 kann. Und das möchte ich mir mit euch jetzt mal angucken. Und ich wäre sogar bereit, ein komplettes Let's Play zu machen, also an verschiedenen Tagen Live-Sessions dazu zu machen. Aber dazu muss mich das Spiel noch überzeugen und es muss euch überzeugen. Also, mal sehen. Vielleicht wird es noch reingeschaut oder auch ein Let's Play. Mal schauen. Legen wir los mit Alan Wake 2 für die PS5. Let's go. Bin gespannt. Epic Games. So, irgendwie. Ja. Hey, was ist hier los? Ein Moment. Ja. Irgendwie stimmt hier was nicht. Ich muss mal kurz was umstellen. Einen Moment bitte. Sorry, aber hier stimmt was nicht. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Sorry für die kurze Unterbrechung. Bei meinem Bildschirm hat gerade irgendwas nicht gestimmt. Das sollte jetzt aber behoben worden sein. Und wir können jetzt endlich anfangen mit Alan Wake 2. Sorry nochmal hierfür. Wir machen Helligkeit ein bisschen hoch. Oh. Fortfahren. Textsprache, Dialogsprache lassen wir auch mal auf Deutsch. Untertitel an oder aus? Ich meine, es ist ein Horrorspiel. Eigentlich wäre es besser, wenn es aus wäre. Machen die mal aus. Oder nee, wir lassen an. Komm. Wir wollen Leistung. Let's go. Drücke X zum Fortfahren. Bisschen leise bei mir. Oh. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen mehr Licht vertragen. Ah, oh, lass mal so. Kostüme habe ich ja leider nicht. Ja, wir spielen jetzt auch noch eine Frau, was auch neu ist im Vergleich zum ersten Teil. Aber gut, ohne groß zu reden, fangen wir jetzt an mit Alan Wake 2. Wir spielen auf normal. Let's go. Da mache ich mich nochmal weg. Wieder am Anfang. Wir alle haben Hoffnungen und Erwartungen an eine Geschichte und suchen Antworten. Manchmal wäre es besser, mit dieser Hoffnung zu leben, als die ganze Geschichte zu kennen. Es gibt nur Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Doch in diesem Genre
kommt niemand unversehrt davon. Ich habe mir die Geschichte anders vorgestellt. Diese Geschichte wird uns verschlingen. Die Geschichte ist ein Monster. Monster haben viele Gesichter. Einen nackten Mann. Interessant. Das ist definitiv nicht Ellen. Okay, wir gehen mal den Weg hier lang. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keine Zusammenfassung vom ersten Teil nochmal gibt. Bitte, hilf. Hörst du mich? Was stimmt nicht? Komm, wir sollten gehen. Schon weg. Okay. Den, dem man ja auch mal helfen kann. Dann eben nicht. Hier im Wald sind irgendwelche Stimmen. Geräusche. Ist ja gar nicht creepy. Ich weiß auch gar nicht, ob man so Kenntnisse haben braucht, auf mich so zu erschrecken. Zum ersten Teil. Um den hier zu verstehen. Viele Fragezeichen hier. Was mit L3 kannst du zum Rennen wechseln? Gehen, also gehe ich mal hier lang. Also spielerisch und optisch sieht es ein bisschen aus wie Resident Evil. Ja. Auf den Hinterkopf ab! Und das Leben! Oh, 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 oh.
Kleine. Wie geht's dir? Alles okay, Mama. Und dir? Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Ach du meine Güte, Mama. Die Morde sind doch nicht deine Schuld. Was ist passiert? Alles für die Arbeit. Ja. Papa und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut. Keine Spoiler. Na dann viel Spaß mit der Serie, die wir eigentlich gemeinsam ansehen wollten. Ich hab euch lieb. Das hast du davon, wenn du ständig auf Dienstreise bist. Wir dich auch. Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht zu viel grübeln. Logan! Das werde ich. Tschüss, Kleine. Logan meint, lass den Kopf nicht hängen. Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat. Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt kommen. Ich habe das Gefühl, der Killer will uns was sagen. Ich bin froh, dass Sie mit mir an diesem Fall arbeiten. Ist genau Ihr Ding. Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze Sie. Okay. Irgendwelche Tipps? Nichts, das jemanden aufmuntern würde. Da wären wir. Cauldron Lake. Gehen wir an die Arbeit. Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tatort zeigen sollen. Das Auto ist da, aber wo ist der Sheriff? Von einem Bären? Ich sehe mir die Karte an. Return 1. Einladung. Ja, hier spielen wir jetzt den neuen Charakter. Namens, wie hieß sie? Ella? Ebba? Irgendwie so. Können wir hier eigentlich nochmal... Nee. Wird leider nicht nochmal zusammengefasst, was im ersten Teil geschehen ist. Schade eigentlich. Aber okay. Sollten wir uns merken, bevor uns die Bäume verschlingen. Also sie untersuchen jetzt die Morde hier im Wald. Wahrscheinlich den vom ersten. Was? Hebe eine Karte auf. Du wolltest doch, dass wir tauschen. Ich glaube, ich höre... Aha. Ich denke mal, sie untersuchen den Mord von dem Mann, den wir eben gespielt haben. Ist euch eigentlich gerade aufgefallen im Intro, dass der Untertitel nicht so richtig funktioniert hat? Das sah etwas komisch aus. Aber okay. Und hier reden sie einfach... Es wird nicht pausiert, wenn ich die Karte aufmache. Okay. Gibt's irgendwelche Collectibles, die man einsammeln kann? Ja gut, wir laufen dem mal hinterher. Kommt sich vor wie ab bei Akte X hier. Hey, hier drüben! Oh. Agent Scully und Mulder hier. Agent Casey, stimmt's? Sheriff Breaker meinte, sie würden kommen und den Fall übernehmen. Nicht ganz. Anderson? Saga Anderson. Saga. Ich leite diesen Fall. Mein Partner Alex Casey kennen Sie wohl bereits. Ja, bitte verzeihen Sie, Ma'am. Ich bin Deputy Mulligan. Ich dachte nur, dass... Wann tauchen die Agenten endlich auf, Mulligan? Die Bundesbeamten sind doch hier, Thornton. Mein Partner Thornton ist unten beim Tatort. Er ist nicht der Hellste, wenn du verstehst, was ich meine. Sie sind hier? Wie meinst du das? Sind sie mit dir gekommen? Die haben mich doch nicht gehört, oder? Was können Sie uns über den Tatort sagen? Erzähl ihnen vom Herzen. Ich war gerade dabei, Thornton. Wie es aussieht, befinden sich einige Organe aktuell
außerhalb des Opfers, obwohl sie eigentlich, naja, innerhalb sein sollten. Das ist richtig. Gab es irgendwelche Zeugen? Ja, ein paar Auswärtige. Ich frage mich, was sie nachts im Wald zu suchen hatten. Nicht, dass wir etwas gegen Städter hätten. Stimmt's, Thornton? Aber keine Sorge. Sheriff Breaker hat sie in die Stadt zurückgebracht. Werfen wir einen Blick auf die Leiche. Ich will die Leiche sehen. Wie kommen wir hin? Oh, natürlich, ganz einfach. Einfach durchs Loch im Zaun, dann den Hügel runter zum See auf der Rückseite des alten Gemischtwarenladens. Kann man nicht verfehlen. Seit das Gebiet eingezäunt wurde, ist alles geschlossen. Der Laden, der Campingplatz, alles. Schon gut, Thornton. Dann gehen wir mal durch. Erreiche den Tatort. Bevor wir am Tatort ankommen, haben wir Zeit für die bisherigen Fakten. Ich möchte auf keinen Fall etwas übersehen. Du kannst auf die Falltafel im Gedankenraum zugreifen. Hä? Der Gedankenraum. Meine Version der Gedächtnispalasttechnik. Um die Hinweise zu sichten und den Fall zu lösen. Ich baue den Gedankenraum für jeden Fall auf und nutze jede Außenstelle als Modell in meinem Kopf. Ah ja. Die Fakten stehen auf der Tafel. Natürlich. Alles, was wir über die bisherigen Morde wissen. Ich sollte noch mal nachsehen. Die Falltafel ist eine Mentaltechnik, die es Saga erlaubt, Hinweise zu analysieren und mit der Untersuchung voranzukommen. Benutze R, um dich zu bewegen. Du kannst L2R2 zum Zoom verwenden. Aha. Um den Cursor zu bewegen. Du kannst jetzt die Falltafel verwenden oder sie mit Kreis verlassen. In der Stadt Bright Falls hat sich eine Mordserie ereignet. Die Suche nach dem Zusammenhängen wird uns bei der Suche nach dem Mörder helfen. Opfer. Jedes Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Keine anderen Gemeinsamkeiten. Ted Lane, Zahnarzt, Lehrerin und Ini haben wir, glaube ich, am Anfang gespielt. Percy Wolf. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja, Flecken auf Handgelenken, tiefe Schnitte, alle Leichen weisen Blähung auf. Mordmethode. Geringer Unterschied bei den Morden. Aufblähung ist die einzige Gemeinsamkeit der Leichen, aber nicht die Todesursache. Thorax-Trauma, Wassereinwirkung. Nach? Da fehlt noch was. Profil des Mörders. Postmortem-Tätowierung der Leiche. Die Mordopfer haben keine erkennbaren Gemeinsamkeiten. Thorax-Trauma ähnelt dem Wunden einer Tierschlachtung. Aha. Okay. Also ist es unsere Hauptaufgabe im gesamten Spiel, diese Mordfälle aufzuklären, oder wie? Was hat Alan Wake damit zu tun? Ja, das habe ich vielleicht noch erfahren. Okay. Ah, Sie sind schon fleißig bei der Arbeit, Anderson. Kurz vor dem Durchbruch? Wir fangen gerade erst an. Gehen wir den Hügel runter zum Tatort. Verdammte Natur. Mein Schädel brummt. Zu viel Frischluft. Ja, böse Frischluft. Hier scheinen Leute gezählt zu haben. Hey, Casey. Sie überlassen mir die Führung. Warum jetzt? Sie sind ein besserer Detektiv als ich, Anderson. Sie haben Fälle geknackt, die unlösbar für uns waren. Ich möchte Sie nicht runterziehen. Haben Sie vor, in Pension zu gehen? Sie wissen doch, was mit Cops bei Ihrem letzten Fall passiert. Mhm. Sehr witzig, Anderson. Hm. Ich kann auch rennen. Keine Treppe. Gut zu wissen. Springen ist doch kein Problem. So alt bin ich. Mirror Peak. Mirror Peak, der majestätische Berg in der Ferne, ist der Mirror Peak, das Wahrzeichen oberhalb des Cotron Lakes. Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, spiegelt sich seine Schönheit auf der ruhigen Oberfläche des Sees in seiner ganzen verkehrten Pracht wider. Aha.
Okay. Aber wie gesagt, ich frage mich, ob man noch irgendwelche Collectibles einsammeln kann. Falls ja, bin ich bestimmt schon an zigtausend vorbeigelaufen. Wahrscheinlich. Ihr Kollege, wir können auch hier oben lang. Gibt's hier irgendwas? Sind wir denn da oben? Aha. Da drüben. Denk daran, dass du schnell auf die Karte zugreifen kannst, ohne den Gedankenraum zu betreten. Ah ja. Bin gleich wieder zurück. Okay. Okay, also wir können uns hier sogar frei erkunden. Aha. Ah, etwas offenere Level in dem Spiel, ja. Hier ist irgendeine Tafel, ja. Sehr Zielübung. Mortarfalls. Diese gewaltige Naturereignis weckt den Geist genauso wie die Natur in der Umgebung. Das aufgewühlte, brodelnde Wasser am Fuße des Wasserfalls ähnelt einem Mörser und Stöße, wie ihn die Hexe von Cauldron Lake benutzt haben soll, um durch den nächtlichen Himmel zu fliegen. Aha. Man sieht nur nicht viel. Oh, ist das eine Kinder-Lunchbox? Eine Alex Casey Film-Lunchbox. Casey hasst diese ständigen Witze darüber, dass er zufällig denselben Namen hat wie ein falscher Detektiv. Casey hasst diese miesen Noir-Bücher. Aber die Filme hasst er richtig. Mein Papa sagt immer, wenn es hart auf hart kommt, dann lege die Starken los. Nicht sicher, wo die Starken loslegen, aber vielleicht findest du es inspirierend. Manuskriptfragmente. Aha, also gibt's doch Sachen zum Sammeln. Manuskriptfragmente werden verwendet, um Waffen im Gedankenraum zu verbessern. Euer Ernst? Was? Wer hat sich das einfallen lassen? Mehr Kugeln, immer und immer wieder, noch ein Kopfschuss. Aha. Okay. So. Das heißt, wir hätten doch hier oben auch noch lang gehen können, oder? In die Ferienhäuser. Na egal. Wir machen erstmal weiter. Haben Sie sich verlaufen, Anderson? Kein. Oder soll ich nochmal zurückgehen? Also hier ist gesperrt. Könnte eigentlich nochmal hier hoch. Ich probier's mal. Ich glaube, ich habe was gesehen. Dauert nur einen Moment. Ich warte hier. Ja, mach das mal. Ich glaube zwar nicht, dass wir jetzt zu den Ferienhäusern kommen, aber wir schauen mal. Nö, dachte ich mir. Dann gehen wir mal runter. Willkommen zurück, Anderson. Mr. Anderson. Mist. Hätte einen Schirm mitbringen sollen. Ich mag Regen. Wir sollen eigentlich links, aber ich will erstmal rechts gehen. Dann geht der nächste Kaffee auf mich. Ja, ich glaube nicht, dass wir nach Großwade kommen. Ich werde mich umsehen. Bis später. Lassen Sie sich Zeit. Okay, hier geht's eh erstmal nicht weiter. Oh, was ist das? Hat doch noch was gefunden. Wir haben auch ein Ausrüstungsinventar. Ja, hier. Batteriepack. Batterien für die Taschenlampe. Ja. Das ist ein sehr essentieller Bestandteil des Spiels. Wir brauchen Licht. Sehr viel Licht. Erhöht die maximale Gesundheit. Okay.
Irgendwie ist hier noch eine Hütte da. Würde ich mir auch mal angucken wollen. The Witch Hut. Hier lebte die Hexe von Cauldron Lake. Achtung, ihr Geist sucht diesen Ort möglicherweise noch immer heil. Mhm. Okay. Wir knarzen einen Ecken. Aber was zum Looten gibt's nicht. Nee. Schade. Was ist hier? Ein Anlegeort, oder? Ich bin erstaunt, dass ich mich hier so frei erkunden kann. Ja, Leute, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, also. Ihr wisst Bescheid. Pause drücken, lesen, weiter gucken. Also, ich muss runterscrollen. Hm. Leer. Noch eine Lunchbox? Wer lässt die hier rumliegen? Da. Ich weiß, dass die Dinge hier ein wenig wild werden können, aber wenn du jemals Angst hast, denk einfach dran, dass Alan über uns wacht. Wird da Alan Wake gemeint sein? Hi, Proper. So. Wir werden jetzt mal zurück zum Polizist gehen. Oh, was haben wir hier übersehen? Schmerzmittel? Das würde ich noch einholen. Ich denke mal, wir haben auch später noch Zeit, uns hier genauer umzugucken. Aber wir gehen erstmal zu dem Mordopfer. Wo war jetzt das Schmerzmittel? Hier unten. Haben wir echt übersehen? Okay. Aber schön, dass auf der Karte markiert wird. Muss er denn hier mit gewesen sein? Ja, Tatsache. Schmerzmittel, was macht das? Stellt eine kleine Menge an Gesundheit schnell wieder her. Okay. So, da gehen wir jetzt mal zu den Polizisten zurück. Der ist geradeaus. Schön, Sie in einem Stück zu sehen, Anderson. Im Wald. Ach, drüben. Kann es gefährlich werden. Ich möchte mich kurz umsehen. Oh. Hey, ich bin noch weiter als er. Ich will mal hier gucken. Das aufmachen? Nein. Na gut. Ich glaube, hier warten sie auf uns. Deputy Thornton, nehme ich an. Das bin ich, zu Ihren Diensten und bereit, den Fall zu lösen. Die Leiche liegt hinter dem Laden. Kommen Sie, ich zeige sie Ihnen. Sie sind also vom FBI. Das ist cool. Sie machen Jagd auf Serienmörder und liefern sich Schießereien mit dem Mob. Und die UFO-Vertuschungen. Die gibt es wirklich? Sucht ihr noch Leute? Sehen wir uns die Leiche an, ja? Ja, eine komische Synchronstimme. Oh, das sind wir vom Anfang, wa? Ah ja. Dürfte der korpulente Mann gewesen sein. Hier wurde der Mord begangen. Er lag auf dem Tisch. Wir haben nichts angefasst. Sie wissen schon, die Vorschriften und so. Danke, Deputy. Keine Planer. Sie schulden mir einen Kaffee. Okay. Untersuchen wir zuerst unseren Ehrengast. Passt das zu den Mustern der vorherigen Morde? Hm. Die Leiche liegt auf dem Tisch. Wie bei einem Ritual. Du hast dein erstes Schlüsselbild freigeschaltet. Platziere es auf der Falltafel im Gedankenraum.
Hoch erlaubt es Saga, die aktiven Hinweise zu sehen. Wähle das Schlüsselbild mit X aus, um eine Pfeiltafel zu platzieren. Noch eine Leiche taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Zufall? Wird ein Schlüsselbild auf die Pfeiltafel gelegt, beginnt eine neue Untersuchungsreihe. Im Wald in der Nähe von Bright Falls wurde eine weitere Leiche entdeckt. Perfektes Timing. Ich muss herausfinden, ob der Fall mit den Morden in Verbindung steht, die wir untersuchen. Okay. Wenn ein Schlüsselbild platziert wird, erzeugt es eine neue Frage. Ziele sind auf der Pfeiltafel in deinem Zieldreieck einsehbar. Aha. Du kannst jetzt die Pfeiltafel-Untersuchung verlassen, ja. Okay. Verstehe. Wenn du den Gedankenraum besuchst. Die Leiche untersuchen. Oh, wird nicht pausiert. Achte auf Gefahren. Aha. Gut zu wissen. Also Fußspuren. Wollen Sie mit der Untersuchung der Leiche anfangen, Anderson? Ach so. Ich dachte, das war's schon. Du kannst Hinweise an der Leiche sammeln, um die Untersuchung voranzubringen. Inzidente Stichwunde, Brustkorb aufgeschnitten, Herz entfernt. Blutergüsse von den Gurten, mit denen er gefesselt wurde. Hab das Herz. Pfeiltafel. Okay. Achso, ich muss erst das nehmen und dann wieder nach drüben gehen, oder was? Aha. Herz aus Brust entfernt. An Handgelenken festgebunden. Passt definitiv zu den anderen Morden. Doch diesmal wurden Herz und Fesseln zurückgelassen. Alles weitere Hinweise. Damit wissen wir nun von 4 Morden. Die Hinweise haben die offenen Fragen gelöst und deine Schlüsselfolgerung freigeschaltet. Im Laufe der Untersuchung werden neue Fragen freigeschaltet, die du deine Ziele aktualisieren. Du kannst die Aktualisierungsziele einsehen, indem du Dreieck drückst. Aha. Okay. Ja, diese Gedankenwelt ist hier schon etwas merkwürdig, finde ich. Aber Alan Wake 1 war auch schon sehr, naja, merkwürdig. Ja, Waffenverbesserung können wir noch nichts machen. Was haben wir hier? Wenn der Rest des Büros nur wüsste, was für ein Softie Casey ist. Okay. Wer ist unser Opfer? Wer tötete ihn? Wir müssen mehr Hinweise finden. Auf dem Tisch ist viel Blut zu sehen. Das Opfer ist hier gestorben. Ah. Es waren mehrere Leute hier. Mehrere Killer? Jein. Ich würde sie jetzt Menschen bezeichnen. Wo ist das? Jemand musste schnell weg. Und warf dabei das Stativ um. War es für eine Kamera? Jemand hat hier Bier getrunken. Hat offenbar gewartet. Oh. Sie bleibt auch da stehen, wo man sie hinstellt. Okay. Und wir erinnern uns, das Spiel pausiert nicht, während wir hier drin sind. Okay. Das gehört zum Opfer. Nein, gehört's nicht. Hey. Laut den Stiefelabdrücken mehrere Täter. Eine echte Party. Was für später? Okay. Haben wir da irgendwas übersehen, ja? Ist das Opfer bekannt? Na klar. Sein Name ist Nightingale. Er war beim FBI und kam vor 13 Jahren hierher. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Naja, bis jetzt. Nightingale? Robert Nightingale? Ah,
ich glaube, Sie kannten ihn. Waffenbrüder. Und Schwester. Du denkst Hinweis, indem du Leute redest und deine Umgebung erforschst. Ja. Sie kannten also unser Opfer? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Wait, warum redet er auf einmal Englisch? Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Okay. Die Symbole in der unteren linken Ecke zeigen an, dass kritische Inhalte im Gedankenraum verfügbar sind. Er ist also seit 2010 verschwunden. Nightingale ist vor 13 Jahren verschwunden. Seit 2010. Genau wie bei allen anderen Opfern. Passt auf jeden Fall zum Muster. Ich frage mich, was in diesem Jahr passiert ist. Etwas, das die Stadt lieber vergessen möchte. Alan Wake 1. Was ist mit Nightingale passiert, nachdem das Büro ihn gefeuert hatte? I only know the rumors. Depression led to booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. Ich wette, da steckt mehr dahinter. But no happy ending. Ja, ich weiß nicht, ob es schon eine Patch gab, aber da scheint ein Patch nötig zu sein. Ich glaube, das war alles. Was haben wir hier noch jetzt? Casey Nightingale, das ist das Opfer. Das kann ich auch nochmal X drücken. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep. Robert Nightingale, ex-FBI, kam vor 13 Jahren nach Bright Falls. Ich glaube, der Name sagt mir sogar was aus dem ersten Teil. Sie planten den Mord hier, um die Zeit zu überbrücken. Die Ausrüstung lag bereit. Sie warteten auf ihn. Aber warum Nightingale? Er ist seit 13 Jahren verschollen. Warum hier? Warum jetzt? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Mit Hilfe von Profiling in Sagas Gedankenraum kannst du in die Köpfe von Verdächtigen und Opfern eindringen. Aha. Okay. Dank ihrer Intuition kann Saga neue Hinweise durch das Profiling interessanter Personen gewinnen. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Wie ist er hier gelandet? Hoch vom See, der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Du darfst nicht in den See, bis er es dir erlaubt. Robert Nightingale stieg vor seinem Mord aus dem See heraus. Das ist richtig. Das haben wir am Anfang ja gesehen. Nightingale wurde als Opfer ausgewählt. Warum? Ich lege den Schalter um. Es macht Klick. Kein Licht. Aber da ist jemand. Jemand ist zu Hause. Es handelt sich dabei nicht um eine zufällige Gewalttat. Es war ein Ritual. Und Nightingale war Teil davon. Für sie war er keine Person, sondern eine Art Behältnis. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Hat man schon. So. Ich spüre, dass Nightingale vom See gekommen ist, aber warum jetzt nach 13 Jahren? Wo war er all die Zeit? Im See baden. Hoch vom See. Ja. Der See steht mit Nightingale in Verbindung. Casey, sehen wir uns unten beim See um. Gehen Sie vor. Klingt gut. Hier lang, oder? Ja. Okay, dann warte ich einfach hier. Hm.
Stellt das Spiel doch ein Riesenfragezeichen. Ist das eine der Vermutungen, Anderson? Ist etwas am See passiert? Ich glaube, Nightingale kam aus dieser Richtung. Vom See. Vermutlich auf der Suche nach Unterschlupf. Sie haben ihn erwartet. Wenn du Zeit hast, würde ich gern hören, was du bisher herausgefunden hast. Naja, so schwierig ist das nicht. Nightingale war allein nachts im Wald unterwegs. Und vermutlich nackt. Die Killer wussten, dass er hier war, lauerten ihm auf, zerrten ihn zum Zeltplatz, fesselten ihn an den Tisch und schnitten ihm das Herz heraus. Doch dann wurden sie von den Zeugen gestört, den Bookers. Der Auftrag ist damit nicht erfüllt. Hört sich ziemlich kompliziert an. Warum ist der Typ zu dieser Jahreszeit? Teil habe ich noch nicht verstanden. Fragen über Fragen. Viele Antworten warten auf uns. Ich liebe diesen Teil. Ja, wenn du wüsstest, was hier auf dich zukommt, würdest du das nicht sagen. Dass Bäume so groß werden. Irgendwie unheimlich. Sie müssen öfter mal raus. Aber irgendwie ist es schon unheimlich. Ja. Du bist durch den Baum durch. Spuren. Barfuß. Von Nightingale? Ja. Sie führen unter den Felsen. Macht keinen Sinn. Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Ist das eigentlich hier ein Horrorspiel oder ist das ein Detektivspiel? Eine Seite zur Hälfte beschriftet. Kein Ausdruck. Mit Schreibmaschine verfasst. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Er ist für uns. Der Text handelt von uns. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte zu lesen. Die Worte glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch wenn sie wussten, dass sie sie verletzen würde. Jemand hat uns beobachtet. Hier wird ein krankes Spiel mit uns gespielt. Sie hatten recht. Das ist genau mein Ding. Nightingale kam hier entlang. Entweder verlor er diese Seite, oder die Killer ließen sie zurück. Und die Skriptseite liest du, ich sage, was Gedankenraum. Nightingale und diese Seite gemeinsam? Ja, ich weiß, was ich von diesem Gedankenraum halten soll. Das ist mir zu übernatürlich. Viel zu übernatürlich. Ja, viel Spaß beim Lesen, Leute. Könnt ihr Pause machen, dann auf YouTube. Hier auf Twitch geht das schlecht. Wir haben hier auch noch irgendwas. Wir haben eine Seite im Wald gefunden. Eine Geschichte über diese Ereignisse. Welche Rolle spielt Nightingale dabei? Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Innen. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie ausgraben. Es steckt etwas in ihm drin. In seiner Brust. Ich muss wissen, was. Also zurück zum Körper. Wenn du feststeckst oder unsicher bist, was du tun kannst, dann denk daran, dass du den Gedankenraum aufsuchen kannst. So, hab ich noch was? Ach ja, hier. Hä? Wow. Ich glaube, er kam vom See. Aber die Spuren ergeben keinen Sinn. Ein bisschen rauszoomen. Nee. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja,
Okay. Passt nirgendwo hin. Ach hier, hat was Neues geöffnet. Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Casey, ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Die Geräusche hier. Pfui. Wer auch immer diese Seite schrieb, ließ sie wie eine Geschichte aussehen. Wie aus einem Thriller. Ich hasse das alles. Laut dem Text würden wir mehr finden. Ich glaube ihm. Aber aus welchem Grund? Sie verdrehen die Ereignisse, um ihre eigene Geschichte zu erschaffen. Aber wozu? Um eine Fantasie aufrechtzuerhalten? Ihre Wünsche zu projizieren? Sind wir Charaktere oder das Publikum? Zeugen ihres Entwurfs? Oder alles? Hey, es geht nur um Kontrolle. Die Entscheidung, was wem zustößt. Lassen Sie sich nicht reinziehen. Zu spät. Ich bin schon süchtig. Ich brauche das nächste Kapitel. Ich hoffe, die tiefen Pfützen waren kein Problem. Heftige Überflutung da unten, oder? Genau wie ich gesagt habe. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Kein Problem. Ich schaff das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im O'Dea Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach den Hügel hoch. Mhm. Schlüssel zur Abkürzung. Danke. Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Beim Diner, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Klingt gut. Ach, das sind die zwei, die am Anfang weggerannt sind. Mit denen sollen wir jetzt reden. Abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald, die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Ja, das nicht war so klug hier. Nur gemein, Anderson. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen sie bestimmt nicht oft. Was haben wir hier? Ein Stromhäuschen. Kann ich hier rein? Nee. Aber hier liegt noch was. Da ist noch eine Lunchbox. Wir sitzen alle im selben Boot, Held. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. Jetzt haben wir schon 6, oder? Gehen wir mal zum Auto. Ich habe noch nicht alles durchschaut. Herz entfernt, ein Stativ. Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ. Um einen Snufffilm zu drehen? Vielleicht. Und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Damit wir etwas finden können. Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. Ey, Stadt, hier geht's lang. Ich habe auf jeden Fall meine Tür aufgemacht. Wo sind wir jetzt? Hier unten. Achso, wir sind am Parkplatz vorbei. FPC-Station. Ich glaube auch nicht, dass das alles ist, was das Spiel zu bieten hat, hier in offener Welt. Also, in Anführungsstrichen, offene Welt. Ey, wir gehen erstmal weiter. Wieso, wo soll ich denn sonst lang? Hä? Hä, das ist doch richtig. Ups. Hey, wieso wartet er? Hier ist doch der richtige Weg. Bin gleich wieder zurück. Okay. Geht's doch zum Auto, oder nicht? Da steht Parkplatz. Ah ne, wir wollen ja erst zur Leichenhalle. Ich Dulli. Ach, jetzt doch Auto fahren, oder was? Ja, fahr mal Auto. Also gut. Fahren wir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner.
Ja, let's go. Und nehmen wir halt der Schwarze. Lag bestimmt noch einiges rum zum Einsammeln. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Müssen Sie noch zur Lodge, um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ich parke trotzdem hier. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen. Ja, das Spiel geht genauso ruhig los wie das der erste damals. Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Ja. Apropos Kaffee, ich glaube, ich mache mal kurz eine kleine Pause. Und nach der Pause geht's hier auf Twitch weiter und bei YouTube dann wahrscheinlich eine neue Folge. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich ein Let's Play draus mache oder halt einfach nur es beim Reingeschaut lasse. Bis jetzt, ja, es geht halt langsam los, ne? Bei Teil 1 damals ging es auch langsam los und dann wurde es immer heftiger. Dasselbe, denke ich mal, haben sie sich für den Teil auch so aufgespart. Und schauen wir mal. Ich werde jetzt noch ein bisschen spielen und dann entscheiden, ob ich ein Let's Play draus mache oder halt nur reingeschaut. Aber jetzt erst einmal eine kleine Pause. Also, hier auf Twitch dranbleiben und auf YouTube bis zur nächsten Folge. Macht's gut.